Also, was es mit diesem Spiel hier auf sich hat? Lincoln ist ein einsamer Junge, der das Online-Dating für sich entdeckt hat. Nun sucht er dort nach einer Freundin. Und ja, er findet eine wunderschöne Frau. Allerdings ist sie eventuell auch ein bisschen psychisch gestört. Und damit herzlich willkommen zu Hello, I Came to Kill You. Was ehrlich gesagt kein guter Titel ist. Ich meine, hey, ich möchte leben. Dieses Spiel soll mehrere Enden haben. Aber mal sehen, wie viele wir heute freischalten. New Game. Sie wird dich bis zum Tod lieben. Mama? Ja, Online-Dating ist halt gefährlich. Oh. Ich bin endlich zu Hause angekommen. Ich bin müde. Okay, verständlich. Dann gehen wir direkt mal rein. Mal sehen, wie unser Single-Mann Lincoln so lebt. Kann ich das Licht anschalten? Du willst mir sagen, das Licht war die ganze Zeit schon an? Verdammt, hol dir hellere Lampen. Lara muss mir eine Nachricht geschickt haben. Okay, und wie checke ich meine Nachrichten? Ich schätze mal, ich müsste mein Handy ja bei mir haben. Oh, warte mal. Ein Fernseher, der aussieht wie eine Mikrowelle. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir leben in einer handylosen Zeit. Das heißt, ich suche nach einem PC. Wo könnte... Ich wusste es. Sie hat eine Rose als Profilbild. Das heißt, sie ist ungefähr Mitte 40. Du hast heute nicht mit mir geredet. Ist alles okay? Das finden wir jetzt erstmal raus. Es tut mir leid. Ich bin gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen. Seht ihr mein Profilbild? Ich bin voll mysteriös. Oh, Lara schreibt gerade was. Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Ich riech dich schon. Ja, du Verrückte, was ist das für eine Nachricht? Ich riech dich schon. Stink ich so sehr? Oh, ich weiß, was du meinst. Ich freue mich auch. Ich mag dich ziemlich. Wir schreiben nun schon seit einem Jahr. Seit einem verdammten Jahr? Verdammt, Lincoln, du bekommst meinen Respekt, dass du ein Jahr lang die Konversation aufrechterhalten hast. Lara. Liebst du mich? Okay, entspann dich. Wir schreiben vielleicht seit einem Jahr, aber wir haben uns noch nie gesehen. Was antworte ich jetzt? Bitte nicht ja! Ich denke, wir müssen uns erstmal persönlich treffen. Es ist immer noch zu früh für das. Aber du bist besonders. Ich mag dich sehr gern. Boah! Das war die richtige Antwort. Kann ich die Nachricht jetzt schließen? Ja, das war's. Die Frage ist natürlich, wann treffen wir uns? Ich möchte dir nicht wehtun. Verdammt! Ich finde nicht, dass du ihr damit wehtust. Du sagst dir ehrlich, was du fühlst. Lampe. Okay, was haben wir hier unten? Wir haben noch einen Keller, aber der scheint relativ leer zu sein, bis auf eine riesen Heckenschere. Ich mach mal besser das Licht an. Ansonsten haben wir hier unten gar nichts. Also nichts, was ich denke, was relevant ist. Von daher, was sollen wir jetzt tun? Ich muss duschen. Ja, Lara? Der Kommentar, dass du mich schon riechst, hat mir echt wehgetan. Deswegen gehe ich jetzt duschen. Nur wegen dir. Du zahlst meine Wasserkosten, Hexe. Oh. Was eine entspannte Musik zum Duschen. Bin ich jetzt fresh? Ich fühle mich fresh. Aber ich kann mich nicht bewegen. Wieso ist die Kamera hier? Ha? Zeigen die mir... Yo. Wessen Füße waren das? Das war richtig gut. Oh, ich glaube, Lara hat mir geschrieben. Ich muss los. Auf zum PC. Ich möchte dich persönlich sehen. Ich möchte dein Blut trinken. Ich sagte dir, Lara, hör auf, Twilight zu gucken. Das beeinflusst dich. Was zur Hölle? Was redest du? Das macht mir Angst. Das sollte dir Angst machen, weil das ist voll die Psycho-Aussage. Außer sie schreibt jetzt ein XD, weil dann ist alles okay. Sie schreibt kein XD. Hab keine Angst, mein Liebling. Bald habe ich dich für mich alleine. Weißt du was? Ich habe jetzt noch viel mehr Angst. Eben war es ja schon gruselig, aber jetzt ist es übertrieben gruselig. Oh, was schreibe ich? Das freut mich. Ich werde was zu essen vorbereiten. Ich werde bald wieder zurück sein. Was genau freut dich? Dass Tiere aus dem Internet versucht, dein Blut zu trinken, das freut dich? Das hört sich krank an. Kann ich in der Küche das Licht an? Ja. Viel besser. Okay, ich bereite jetzt Essen vor. Packt man Fleisch nicht irgendwie ein? Nein. Schon wieder diese Musik. Da bin ich. Ein großer Mann in einem schönen, engen Rollkragenpullover. Da stellt sich die Frage für mich, ist mein Date heute? Oh, anscheinend... anscheinend schon. Aber ich glaube, ich weiß noch nichts davon. Oh Mann, ist das doof. Okay, mein Essen ist vorbereitet. Das sieht echt aus wie Kacke. Okay. Ein Bissen! Ich bin ein großartiger Koch. Ich könnte Koch in einem Restaurant werden. Ja, schon mal was davon gehört, dass Eigenlob stinkt. Ich muss den Müll aus der Küche nehmen. Der Müll aus der... Aha. Soll ich den jetzt wirklich nach draußen... Oh mein Gott, nein, das ist nicht gut. Komm schon, beeil dich, alles cool.
Wer war der Typ, der mich beobachtet? Ich habe keinen Typen gesehen. Aber ich glaube langsam, Lara ist ein Typ. Am besten, ich schließe das hier. Schon wieder eine Nachricht. So schnell? Hast du Angst, mein Liebling? Ich dachte, du wärst mutiger. So mutig bin ich dann auch wieder nicht. Tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Da war jemand und hat mich beobachtet. Ich mache keine Witze. Lara schreibt nicht, aber ich kann ja auch nicht aus der Nachricht... Oh, warte, jetzt schreibt sie. Das hat ein bisschen gedauert. Musste sie nachdenken, oder was? Jemand beobachtet dich? Ich bin's, mein Liebling. Was? Sie gibt es einfach zu? Sie versucht es nicht mal irgendwie unter den Teppich zu kehren. Was passiert hier, Lara? Oh mein Gott. Weißt du was? Ich würde den Chat genau jetzt löschen und einfach rausgehen. Vielleicht zur Polizei. Bist du nicht froh, Liebling? Heute wirst du mich treffen. Du wolltest es doch so sehr. Weißt du was? Ich sag das ab, Lara. Ich will dich nicht mehr sehen. Alles cool. Wer bist du? Und was willst du von mir? Okay, jetzt gibt's keine Antwort mehr und wir haben das X. Okay, habe ich irgendwie ein Telefon oder so? Ich schließe mal die Tür hier zur Sicherheit. Mist, ich habe kein Glück mit Frauen. Ja! Oh, stimmt. Jetzt können wir eine Wahl treffen, was wir als nächstes machen. Und das beeinflusst das Spiel. Deswegen kommt der Schmetterling hier im Hintergrund vor. Der Butterfly-Effekt. Wir können die Tür verbarrikadieren oder einen Baseballschläger nehmen. Und weißt du was? Ich fühle mich verdammt sicher mit einem Baseballschläger in der Hand. Deswegen nehmen wir den. Eine Tür verbarrikadieren schützt die eine Seite oder die andere Seite, aber nicht die Fenster. Aber wenn ich einen Baseballschläger habe, bin ich immer geschützt. Nicht wahr? Oh, verdammt. Alter, krass. Okay, aber die Tür ist jetzt noch offen. Was eigentlich nicht so nice ist. Aber hier draußen ist zumindest niemand. Okay. Mist. Mist. Mist, Lara. Wieso... Kappst du meinen Strom ab? Okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Kann ich vielleicht in den Keller gehen? Ist hier ein Stromkasten oder so? Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Yo. Oh. Ha! Ha! Verdammt, sie versucht die Tür einzuschlagen. Was? Ich habe sie doch eben gerade geöffnet. Die ist nicht mehr abgeschlossen. Blöd bist du auch noch. Was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß es nicht. Soll ich die Tür einfach öffnen? Okay, okay, weißt du was? Boom! Boom! Ah, boom! Nimm das! Nimm das! Komm! Verdammt, wieso schlage ich so leicht drauf zu? Ich hab sie. Ich hab die runtergenockt. Ich sag doch, mit dem Baseballschläger fühle ich mich sicher. Ist sie das? Oh, ich stehe da. Sie atmet noch. Mein Liebling, du hast gewonnen. Ich wusste, dass ich eines Tages die Liebe meines Lebens finden würde. Du bist verrückt. Ich hab dir geglaubt und es war alles eine Lüge. Ich hab dich niemals angelogen. Du verstehst es nicht. Ich liebe dich. Du hast versucht, mich zu töten. Das ist keine Liebe. Ich musste einfach nur sicher gehen, dass du die richtige Person bist. Nun können wir unsere Story gemeinsam lesen. Leben. Was redest du? Gib mir eine Chance, Liebling. Ich zeig dir, dass ich dich wirklich liebe. Wahltreffen. Lara vergeben oder Lara töten. Wisst ihr, normalerweise würde ich sie jetzt töten. Aber wir supporten hier keinen Mord. Deswegen vergeben wir ihr einfach mal. Vielleicht werden wir jetzt doch glücklich miteinander. Wer weiß. Okay, Wahl getroffen. Habe ich jetzt vielleicht wieder Strom? Aha, okay, mein PC ist aus. Ich lebe in meinem Haus. Und da sitzt die Verrückte ja. Verdammt. Alter, hast du breite Schultern. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Liebling. Brauchst du irgendetwas? Kannst du bitte den Müll aus dem Badezimmer rausräumen? Ah, er ist so eklig. Natürlich, Darling. Ich mache alles für dich. Und wenn du fertig bist, geh in dein Zimmer. Ich habe etwas Spezielles für dich. Deswegen liebe ich dich. Haha, gib mir eine Minute. Okay, ich bringe den Müll aus dem Badezimmer raus und dann wird sie mich wahrscheinlich in meinem Zimmer töten. Mist, ich habe die Wahl selbst getroffen. Es tut mir leid, ich bin halt ein Vollidiot. Aber, Hakuna Matata, ich kann's jetzt... Wohin soll ich den Müll denn bringen? Ha? Oh, hierhin. So, kann ich die Irre vielleicht durchs Fenster beobachten? Sie ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr da. Okay, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Das hier ist mein Zimmer, oder? Was für eine Überraschung hast du für mich? Soll ich ins Bett gehen? Okay, worauf läuft das hier hinaus? La la la. Baby, ich bin bereit. Ja. Baby, ich bin bereit. Hallo. Hä? Was? Was ist das für ein Sound? Oh mein Gott.
Ja, das passiert, wenn man Ehre heiratet. Sucht euch einen Partner, der euch nicht versucht, beim ersten Treffen zu töten. Das ist schon vorteilhaft. Aber das war's mit dem einen Ende des Spiels. Wir haben noch andere Enden, die können wir auch noch erforschen. Falls ihr Lust habt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Solche Spiele sind immer wieder nice. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.